So, und damit geht's weiter mit der neuen Runde auf Endless. Wir haben jetzt leider keine Party-Skills. Das, ja, gut, ich meine, wir sind halt Psykeeper, das ist eigentlich nicht so dramatisch. Genau, Ringmaster ist Level 72, einhalb ungefähr. Und der Plan ist auf alle Fälle, dass wir den jetzt halt, ja, vielleicht 75, müssen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Vielleicht kriegen wir noch 75, vielleicht nicht, bin mir nicht ganz sicher. Genau, dann haben wir noch das Thema Set. Das 90er Set habe ich jetzt komplett, auch auf Mail. Das ist schon mal relativ positiv, denn ich habe letztens halt noch irgendwie einen Helm gehabt, der war weiblich, der hier, glaube ich, war es, genau. Und, naja, ich habe jetzt halt zumindest noch einen männlichen gefunden. Und damit spare ich mir dann auf alle Fälle ein paar Donate-Punkte. Und, ja, genau. Insofern würde ich jetzt mal sagen, glaube ich, wir haben relativ gute Karten, beziehungsweise müssen nicht viel Geld ausgeben. Wir können natürlich unser Equipment upgraden und so. 75er bzw. 60er Set habe ich noch nicht gefunden bisher. Da sah es bisher einfach ein bisschen mau aus. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie täglich gesucht oder so. Das war jetzt halt, ja, nicht so aktiv, wie ich vielleicht suchen hätte können. Ich habe noch eine Party mit... Nein, nochmal die gleiche. Oh, come on. Wartet mal kurz. Und zwar hier. Einmal. Und zweimal. 30 Minuten Link. Okay, das ist super. Das ist echt super. 9K Damage. 9,6K Damage. Mal schauen. 9,9K Damage. Ja, nett. Okay, damit können wir auf alle Fälle arbeiten. Kann jetzt wieder 10K Damage springen, was nochmal krasser wäre. Ach ja, und by the way, ich habe auch ein bisschen Geld verdient. Also, was heißt verdient? Ich habe halt Sachen verkauft. Unser Equipment, unser Inventar war es mal ausgeleert. Und ja, das hat dann doch einiges an Geld gebracht, was ganz nett ist. Und insofern, ja, why not? Ja, so. Ne, habe ich schon. So, das fehlt, genau. Okay. Ah, Gott, sorry, die Nase macht Nasensachen. ja. Ich habe die ganze Zeit das Fenster offen gehabt und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie krank geworden bin oder krank werde. Ja, einmal nicht aufgepasst und schon wieder RIP. Naja. Positiv denken bis zum Schluss, vielleicht ist es ja nicht so dramatisch. So, Ringmaster 73, noch zwei Level vor uns. Genau, die XP sind eigentlich ganz okay bisher. Die sind sogar ziemlich hoch, wie ich finde. Und ja, müssen wir mal schauen. Also, ich gehe schon mal davon aus, dass wir relativ bald, relativ schnell hier. Unsere Fortschritte verzeihen können. Also, ich schätze schon mal. Ja, sagen wir mal. Also, Level 90 ist mal so das erste große Ziel. Und ich denke, damit kann man dann schon davon ausgehen, dass wir. Vier Folgen? Ungefähr? Denkt ihr, vier Folgen sind realistisch? Das wird ein bisschen schwer, mal vorherzusagen, aber ich denke mal so, vier Folgen könnten schon. Könnten schon klappen, eigentlich, oder? Also, ich will mich jetzt nicht festlegen und so. Es kann natürlich sein, dass es halt nicht klappt oder so, das. Keine Ahnung. Kann alles sein. Aber ich setze mir so mein Ziel, so für mich persönlich, vier Folgen, vielleicht fünf Folgen. Das wäre auf alle Fälle ziemlich cool. Ach Gott, dann macht die Nase wieder Nasendinger. Das ist auch super. Genau, ich habe letztens schon mal dazu geschrieben, mein Ping war nur so schlecht, weil ich, also, es ist blöd gelaufen. Ich habe War Thunder offen gehabt, den Launcher halt, also nur den Launcher, den Patcher. Und aus irgendeinem Grund, ich habe den Download extra pausiert. Aber die haben schon irgendwie so eine Mechanik drin, dass sich der nach 30 Minuten wieder reaktiviert, automatisch. Habe ich nicht gemerkt, habe ich nicht gesehen. Und ich habe mich natürlich gewundert, so, warum habe ich Lags?
lag halt wie gesagt im Launcher und der hat dann Ruhe und ganz feuchtfröhlich dann angefangen zu patchen. Und ich saß da und habe mir gedacht, so, hä, was ist jetzt los? Also lag nicht am Programm, lag auch nicht am Spiel, lag halt an diesem blöden Patcher. Tja. Kann nichts machen, ist wie gesagt blöd gelaufen, aber naja, jetzt weiß ich zumindest Bescheid. Ich lasse in Zukunft aus. Und muss ich halt immer ein bisschen mehr aufpassen. Also, ja. So ist das hier. Also bisher haben wir schon 2 Suits getraut, die können wir glaube ich auch ganz gut verkaufen. 500.000 so glaube ich sind die Werte ungefähr. Vielleicht 400.000, je nachdem. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich denke mal ein bisschen was können wir schon verdienen. Und das wäre auch bitter nötig, denn ja, momentan ist es halt echt so ein bisschen, so noch ein bisschen arm, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich denke mal, mit genug Sachen, die man hier droppen und so, sollte das schon eigentlich, sollte schon klar gehen eigentlich. So, Level 80. 5 Level drüber, die anderen 11 Level drüber. Ich glaube, 11 Level drüber ist ein bisschen zu viel. Von dem her, ja. Glaube ich, machen wir jetzt erstmal nicht. Gilden Level 13, lol. Also, ich habe schon die Gilden, Guild-Items gespendet, die Questies. Hat natürlich nicht viel ausgemacht, weil ich auch nicht viel gedroppt habe bisher. Deswegen war jetzt nicht so sonderlich viel, was das gebracht hat. Vielleicht irgendwie ein 0,5% oder so. Wahrscheinlich nicht mehr ein 0,5%, oder? Ich kann es nicht sagen, aber es war definitiv nicht viel. Also. Kann man sich nicht mal sehen. Lup, lup. 2500. Oh Mann. Ja, ich war bisher nicht sonderlich produktiv, das kann ich sagen. So, mal kurz alles rebuffen. Über 11 Minuten schon Buffs mittlerweile. Ah, ich hab gestern zu statten. Nein. Blöd. Genau, es gibt übrigens auch neue Effekte für die Sachen wie Schmuck und so weiter. Also wer sich dafür interessiert, der kann es beim Discord durchlesen. Es gibt auf alle Fälle zum Beispiel irgendwie die Kette bringt dann STA und mit der Zeit bringt noch HP%. Noch cooler sind zum Beispiel auch die Python Necklace, die FP-Kette normalerweise. Die bringt ein STA und ein Dex. Und das Ganze steigert sich immer weiter. Die Innenkette bringt Int. Was gab es sonst noch? Sonst glaube ich glaub nichts. Genau. Und zum Beispiel der Plug Earring auf plus 17 bringt irgendwie Speed. Ne, plus 18, plus 19, plus 20 bringt irgendwie Speed. Ich glaube bis zu 10% Speed, glaube ich, pro Ring. Also 20% für beide Ringe dann. Also schon irgendwie, schon ganz nett irgendwie, finde ich. Zu 188 ms. Das ist ganz okay. Ich meine, ist nicht perfekt, aber also damit kann man schon spielen. Also gerade Flife, ich meine, ja, so GW, ja, GW könnte funktionieren. Müsste eigentlich noch funktionieren. Oh, ein Black Earring. Plus 0. Okay, schade. So, Ringmaster 74. Und ja, nur noch einen Level, dann haben wir 75. Ja, das war obvious. ja, hat mich aber schon. Was ist denn das? Ach, ein Jojo. Ich bin schon relativ happy dann, weil dann haben wir halt, wie gesagt, noch GT. Ich denke, es bringt auf alle Fälle mehr Schaden wieder, was super ist für uns. Und ja, das andere ist dann halt sowas wie, keine Ahnung, vielleicht auch Cast-Time, also ich meine, Cast-Time wäre natürlich ideal, aber ich denke nicht, dass es Cast-Time sein wird, deswegen ja, müssen wir mal schauen. War das jetzt auch schon prozentual? Ich glaube nicht, oder? Bin mir gar nicht ganz sicher.
Aber ja, Psykeeper macht irgendwie schon, macht schon Laune irgendwie. Ist halt eine Klasse, die jetzt nicht ganz so passiv ist, wo man halt jetzt nicht irgendwie so mega aufpassen muss oder halt, was heißt, beziehungsweise wo man halt so Brain AFK vor sich hinspielen muss oder kann. Oh, Einisat, nice. Das finde ich schon ganz cool irgendwie. Also ich bin generell ein Freund von ja, Psykeeper. El ist auch cool. El hätte ich auch gern gemacht, aber das ist, glaube ich, halt nicht so sinnvoll. Das ist einfach wegen Ping. Hit and Run könnte ich hier, glaube ich, nicht spielen. Aber ja, ich meine, Psykeeper ist auch ziemlich cool. Eine ziemlich sichere Klasse. Sehr konsistent. Sehr gut im Early Game. Ja, gibt eigentlich genug Gründe, Psykeeper zu spielen. Wenn es auch Gründe gibt, halt, warum man vielleicht das noch ein HP hat, das Ding hat noch einen einzigen HP. Wow. Ne, wenn es aber auch Gründe gibt, warum man das vielleicht nicht spielen sollte. Aber ja. Soweit eigentlich ganz okay. So, Ringmaster 41%, wir haben 58%. Ringmaster kriegt pro Mob 3% noch immer. Bei uns bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. 60%. Ich glaube auch 4% sogar, oder? Ne, 2%. Oh, Aikenhelm, okay. Jetzt droppen wir aber Zeug ohne Ende. Wir haben nicht mal einen Dropskill oder so. Ach, Cheer bringt dir nur Speed, nicht mehr XP. Aber interessant ist das schon irgendwie. Also, es waren fünf Teile in, wie lange Zeit? Nicht lang, oder? 11 Minuten. Oh, Moonstone, nächstes Teil. Okay. Schauen wir mal, was noch so bei herumkommt. Ich hoffe sehr, dass nochmal irgendwie ein Set-Teil herumkommt dabei. Das wäre natürlich ideal, aber ich denke mal, ja. Naja, ist nicht ausgeschlossen. Ich meine, wir haben ja schon zwei jetzt gedroppt. Problem ist halt, es ist halt für die gleiche. Also, scheinbar ist da halt gewesen. Und das Ding wäre natürlich hier Female, könnten es halt unseren Transi kaufen, aber ja, diese Transis, weiß nicht, es ist halt so. Es kosten, ich glaube, 70, 80 Donate-Punkte. Das ist halt enorm teuer. Und das ist, glaube ich, auch nicht wert, weil eventuell hat das nicht mal einen Set-Effekt für mich. Und warum halt? Nee, es macht, glaube ich, keinen. Wir können es dann machen, glaube ich. So, 78%, so weit, so gut. Arekring, okay. Ja. Oh Gott, die Buffs. Ah. Kill mich nicht. ja gut, ich meine, Ringe könnte man nicht wegschmeißen, aber ich glaube nicht, dass die irgendwas wert sind. Ich denke nicht. Wenn schon, haben wir halt Pech gehabt, aber ich glaube nicht. Die Molly Earring, super. Boom. Ah nein, falsches Mob. Verdammt. Das war keine Absicht. So, Satan, Followin. 3% für das Mob, okay. Ja, also wir sehen schon, dass wir auf alle Fälle noch ein bisschen zu hoch für uns, glaube ich. 11 Level drüber, das macht keinen Sinn. 11 Level macht überhaupt keinen Sinn. Ah, Mann, ey, sorry, aber ich kann nichts ändern. Ich behalte mir das Teil noch für den Ringmaster dann. Das, glaube ich, ist auch ganz sinnvoll. Genau. So, 95% Ringmaster, 93%. Ja, es geht voran. Gleich wissen wir, was es bringt. Party kriegt nur ein paar Punkte, das ist schon mal gut. Gute Skills reichen uns, also für uns ist eh noch, von dem her ist ganz gut, aber naja. So, letztes Mob, gleich haben wir ein doppeltes Level Up.
Boom. So. Okay. Statten. Und hier statten. So, da ist GT. Attack und Attack Speed. Naja, okay. Ich habe gehofft, es wäre was anderes, aber es ist trotzdem okay. Ich meine, schau mal unsere Attack-Rate an. Wie viel hat es gerade gebracht? 100, ja, halt die 125 Attack. Gut, klar, skaliert nicht. Anderweitig oder so. Aber trotzdem, ist halt nice to have, glaube ich. Ja. Da spürt man definitiv einen Unterschied. Also natürlich, das Level-Up hat einiges gebracht. Aber ich glaube, das Level-Up waren jetzt so 500 Attack, vielleicht maximal 600 Attack. Damage. Aber wir machen jetzt wirklich schon deutlich, deutlich mehr. Noch ein Demol, brauchen wir aber nicht mehr, okay. Nur noch 4 Hits pro Mob. Was macht der Skill hier? 2, 3, 4, okay. Ja. Es wird langsam. Ich glaube, man kann sagen, also jetzt ist generell schon mal ein ganz guter, schon ein ganz guter Punkt. Aber wir sind auch auf einem guten Weg generell. Und ich glaube, dass wir da relativ bald schon ganz gut eskalieren können. Also 90er Set, das wird halt echt wichtig. Das ist ein großes Ding. Und irgendwelche Buffs fehlen noch, oder? Achso, der will er schon mal. Nice. Oh, nur 1 Minute 20. So ein bisschen off like. Sonst fehlen doch auch noch Buffs, oder? Oder nicht? Ja, naja, halt nur so die anderen Buffs, die halt nichts wert sind für uns, sonst die fehlen halt theoretisch. Ich meine, ich habe 120 Skillpunkte, ich könnte die auch weiter skillen, aber ich glaube, ich spare die halt auf, falls ich irgendwie AOE brauche oder sonst irgendwas. Das, glaube ich, macht ja mehr Sinn. Oh, der Bond. Nice. Money. Lots of money. Okay. Genau, das Cheer machen wir noch fertig. Und dann beende ich die Folge. River Card, okay. Brauchen wir eh nicht, halt das Psykeeper ist halt nicht wichtig. Macht ja eigentlich keinen Sinn irgendwie. So, perfekt. Natürlich wäre es auch echt witzig, wenn wir halt einfach AOE leveln könnten. Das wäre natürlich nochmal krass. Also gerade das Psykeeper kann man wirklich sehr gut AOE leveln. Aber ich traue mich halt nicht, weil wir haben halt noch kein Set und so, das ist klar. Gut, ich meine mit Guardian Wand, die HP bringt, das Level 90er Set. Und dann halt vielleicht umsetten auf STA. Wir haben sogar Restats. Ich weiß halt nicht, ob es riskant ist. Es könnte halt sein, dass es halt echt in die Hose geht. Aber ja, ich denke halt, wir sind fast so besser dran. Weil man muss auch bedenken, unser Schaden steigt auch mal weiter. Und je mehr unser Schaden steigt. Wo ist mein Eigenmaster? Leute, der hat einen Ghost DC. Kann man schnell relocken. Je mehr unser Schaden steigt, desto einfacher killen wir auch die Mobs dann. Und ja, genau, also da bin ich halt schon auch relativ optimistisch, dass es halt dann irgendwie ja, dass es funktioniert. Dass es Sinn macht, wenn man halt jetzt so weitermachen, wie wir aktuell arbeiten. Einfach schön, one-on-one immer. Also, das sehe ich uns ehrlich gesagt schon irgendwie. So weit, so gut.
Brauche ich mal kurz ein Mutant-Auge. HP haben die. Okay, 7k HP mehr. Das ist natürlich jetzt schon enorm viel. Man braucht auch noch 7k Damage. Ah, die sind so tanky. Nee, die sind viel zu tanky. Das packt man nicht. Das macht noch keinen Sinn. Ja, schwierige Sache. Zwei Oris, zwei Moons. Ich weiß, wir könnten es halt irgendwie versuchen, für unsere Wand auszugeben, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich schon so Sinn macht. Man droppt diese Dinge halt gefühlt einfach nie. Und die halt jetzt schon auszugeben für eine His-Wand, fühlt sich jetzt auch nicht so wirklich sinnvoll irgendwie an. Also das ist halt schon echt ein bisschen eine schwierige Sache. Genau, jetzt wollte ich gerade was erzählen, aber ich glaube, das ist schon wieder zu spät in der Folge. Ich erzähle es beim nächsten Mal. Ich erzähle es beim nächsten Mal. Das glaube ich macht Sinn. Genau. Ja, 62%, Ringmaster 71%. Also der Ringmaster levelt hier irgendwie ziemlich gut. Das ist nur 6 Level unter mir hier. Und tendenziell wird sogar noch besser. Das heißt, das Level passt sich sogar relativ gut an. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwas haben die hier gemacht, dass halt eben die Leecher mehr XP kriegen. Und das ist schon relativ positiv. Genau. So, wir haben heute solide 6 Teile gedroppt bisher. Das ist bisher ganz okay. Ein 7. Teil wäre natürlich jetzt noch schön, so als zum Abrunden irgendwie. Das wäre halt wirklich. Das wäre perfekt. Aber ich glaube, wir droppen kein 7. Teil mehr. Da müssen wir echt mal schauen, aber. Habe ich nicht so das Gefühl. Okay, so. Letzten paar Mobs. Keine Waffen, keine Setteile, nichts. Einfach nichts. Come on, drop mir doch wenigstens irgendwas. Irgendwie so Gowns oder ein Helm oder Boots oder so für meine Klasse. Unmännlich. Das war echt super. So, zweimal noch. Jetzt machen wir noch einen. Ringmasters Level Up. Super. Na komm. Ja, MP. Oh Gott. Okay. Na gut. In dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.